Drei Leute gleichzeitig. Ich wollte gerade aufnehmen. Was ist hier los? Ich habe gerade, kein Witz, ich habe gerade auf Aufnahmen starten geklickt. Drei Leute. Das muss ich ins Video schneiden. Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Es ist Mittwoch und das heißt wieder, es gibt eine kleine Talkrunde mit mir. Bis gleich. Heute geht es mal um die Leute, die zu viel Geld in ihrem Portemonnaie haben und wissen nicht, wohin damit und deswegen in dieses Spiel reinstecken. Ich würde euch gerne mal erklären, beziehungsweise euch einfach mal erzählen, was sich so lohnt zu kaufen, welche Pakete sinnvoll sind, welche Pakete nicht sinnvoll sind, was überteuert ist. So ein bisschen so einen kleinen Einblick bringen, was man kaufen kann und was nicht. Kleiner Disclaimer vorweg, wenn ihr etwas kaufen wollt, ist das einfach eure Entscheidung. Ihr könnt natürlich, ihr müsst nicht, das Spiel kann Free-to-Play gespielt werden. Ich bin ein relativ Free-to-Play-Spieler, habe glaube ich mal 20 Euro reingesteckt jetzt, das war es aber dann auch schon wieder am Anfang und werde wahrscheinlich auch demnächst kein weiteres Geld mehr reinstecken. Um herauszufinden, ob es sich lohnt, Geld in dieses Spiel zu stecken oder nicht, müssen erstmal den Sinn dieses Spiels verstehen. So, da das Spiel sehr stark an AFK-Arena erinnert und jeder, der AFK-Arena schon mal gespielt hat, weiß, wie AFK-Arena aufgebaut ist. Es geht darum, dass wenn ihr nichts tut, kriegt ihr Ressourcen, um, wenn ihr wieder spielen wollt, eure Champions aufzuleveln, etc. etc. Ich meine, ihr spielt das Spiel ja, ihr kennt das Prinzip. Ihr tut nichts, ihr kriegt dafür Sachen. So, das heißt, irgendwann muss das Spiel eine, ich nenne es mal Paywall einbauen. Diese Paywall ist quasi dafür da, oder nennen wir es Progress Wall. Progress Wall ist besser. Diese Progress Wall ist dafür da, zu sorgen, dass ihr nicht weiterkommt. Das heißt, ihr kommt nur weiter, wenn ihr die mit ein bisschen Geldschein einschmiert oder wenn ihr hingeht und sagt, okay, ich warte halt jetzt 2-3 Tage und dann geht es weiter. Es gibt Menschen, die können das, es gibt Menschen, die können das nicht. Es gibt verschiedene Sachen, die man kaufen kann. Vor allem weg gibt es die sogenannten Monatskarten. Die kann man für einen Monat kaufen. Das ist der ganz normale Pass. Da kriegt ihr diese Belohnungen hier unten, die kosten 5 Euro. VIP-Punkte, da gibt es so ein paar Bonis. Da könnt ihr mal auf Drachenschatz klicken. Ich glaube hier oder da oder so. Wo ging das denn jetzt nochmal? War das beim Händler? Genau, da wollte ich gar nicht hin. Beim Händler und neuen Drachensplitter, dann seht ihr hier euren VIP-Rang. Und wenn ihr draufklickt, seht ihr, was für Belohnung ihr für den gewissen Rang kriegt. VIP geht, glaube ich, hoch bis 16, ja, bis 15. Bis VIP-Rang 15 geht es hoch. Ihr bekommt in der Regel mehr Gold, ihr könnt Sachen automatisch laufen lassen, ihr kriegt mehr AFK-Belohnungen und so ganzen Kram halt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist der Pass. Der Pass ist eine der Sachen, die sich schon relativ lohnen. Aber nicht der normale monatliche Pass, sondern eher der Deluxe-Pass. Denn beim Deluxe-Pass ist das so, ihr kriegt 450 statt 350 Drachensplitter für den Kauf. Ihr kriegt jeden Tag das Vierfache für den Dreifachen am Preis. Und ihr kriegt noch Helden, einen Helden kostenlos dazu. Am Ende des Monats habt ihr 60 von den Splittern, wodurch ihr euch einen Held aussuchen könnt. Wichtig ist, Sur und Katos sind dort nicht mit inbegriffen. Denn die kosten 90 davon und ihr kriegt nur 60. Wichtig. Das heißt, ihr müsstet 3 Monate lang den Deluxe-Pass kaufen, um 2x Sur oder Katos zu kriegen. Oder halt 3 andere Helden wie Ares etc. Wenn ihr einen davon kauft, ich empfehle euch den Deluxe-Pass. Ist zwar teurer, kriegt aber mehr für euer Geld, anstatt jedes Mal den normalen zu kaufen. Dann haben wir noch die sogenannte Haut. Das sind einfach nur Skins. Die sorgen dafür, dass eure Champions anders aussehen. Zurzeit gibt es 4. Es gab mal einen 5., nämlich Vieh. Und an sich bringen die euch nichts, außer dass die anders aussehen. Die sehen meistens noch nicht mal gut aus. Wenn man uns hier Ares anguckt für 20 Euro, sieht der... Wenn ihr euch sowas kaufen wollt, könnt ihr das gerne machen. Das ist einfach nur, um zu zeigen, dass ihr Geld habt. Und ein bisschen, um die Entwickler zu unterstützen. Dann gibt es immer wieder diese Drachenschatzbelohnungen. Wenn ihr gewisse Kapitel abschließt, kriegt ihr Drachendinger hiervon. Die gibt es in verschiedenen Varianten. Ich glaube von 1 bis 7, 7 bis 12 oder so. Und jetzt gibt es nochmal von 11 bis 19. Das hängt davon ab, in welchem Kapitel ihr seid. Die lohnen sich später umso mehr. Also 15 Euro für 16.000 Drachensplitter ist schon recht gut. Wir können ja mal vergleichen, wie viele denn die im normalen Shop kosten.
Dazu müssen wir in den Drachensplitter-Shop. So, wir haben gesehen, 15 Euro kostet das für 16.000. Wenn wir jetzt ausrechnen, wir nehmen die 10 Euro plus die 5 Euro, dann kriegen wir zusammen 450 plus die roundabout 500 Euro, 500 Drachensplitter nochmal oben drauf. Sagen wir mal, ihr kriegt 1000 Drachensplitter für 15 Euro. Hier bekommt ihr 16.000. Das ist das 16-fache an Drachensplittern für denselben Preis. Dazu muss man sagen, es lohnt sich für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr könnt im Endeffekt aber auch nur Schrott damit rauskriegen und nichts davon haben. Das ist so ein bisschen Gambling, je nachdem, für was ihr die Dinger braucht. In der Regel ja für Beschwörungen und die sind nun mal einfach lackbedingt. Dann gibt es hier noch so kleinere Pakete für 1 Euro, für 5 Euro. Die kann man so einmalig kaufen. Die sind immer mit so ein paar Sachen drin. Weil wir jetzt gerade das Event haben, kann man diese Butterflies hier kaufen. Papierfalter heißen die. Und dann gibt es das personalisierte Geschenk. Da könnt ihr reinmachen, was auch immer ihr wollt. Ich glaube, die ändern sich auch von der Zeit. Das weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, weil da gehe ich so ganz wenig rein. Ob die sich lohnen? Ah, das sind 5 Euro jeweils für die Papierfalter wegen dem Event. Ja, weil die kann man schon recht safe investieren. Sonst würde ich da wahrscheinlich nicht unbedingt drauf zuschlagen. Dann gibt es wöchentlich nochmal andere, die man kaufen kann. Gibt es auch wieder ein personalisiertes. Und halt hier mit viel Beschwörungen etc. An sich würde man sagen, ja, Beschwörungen sind gut. Fraktionsbeschwörungen sind auch sehr wichtig. Aber es ist halt alles random. Ihr wisst nicht, was ihr da rauskriegt. Im besten Fall, im schlimmsten Fall kriegt ihr einen Silberhelden, wenn überhaupt. Und dafür habt ihr dann 28 Euro gezahlt. Und kriegt hier so ein bisschen Gold, kriegt ihr noch dazu. Und die 24 Kisten Belohnung eine. So worth würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Da finde ich die täglichen schon besser durch die Papierfalter. Aber selbst die für 5 Euro ist schon happig. Was es noch zu kaufen gibt und was meiner Meinung nach eine der besten Angebote sind, es ist einmal bei dem Heldenbefehl, bei dem weißen Turm, kann man sich hier unten die Reihen freikaufen. Ja, die kosten 198 Hongkong-Dollar. Könnt ihr jetzt gerne mal in Google eingeben. Das sind roundabout 25 Euro, die ihr da eingibt, die ihr da kriegt. Und ihr kriegt einiges an goldenen Helden. Ich will es jetzt nicht ausrechnen, aber es sind einige. Ihr kriegt einiges an Drachensplittern zurück. Preis-Leistungs-Verhältnis ist dort auf jeden Fall gegeben. Und es gab genug Zeit, das Ganze zu beenden. Das gibt es aber nicht nur im Weißen Turm, sondern das gibt es auch in der Jägerliga. Und da lohnt es sich auch auf jeden Fall. Und zwar hier. Das sind auch 25 Euro, wie eben gesagt. Und ihr kriegt Sachen für die Star Map und zwar unglaublich viel. Das ist alles, was ihr kriegt. Das ist unglaublich. Ihr könnt damit einen Helden bestimmt bis Silber kriegen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, vielleicht sogar bis Gold. Laber ich da. Ihr könnt auf jeden Fall einen Helden sehr weit kriegen. Wenn ihr Glück habt, bis Silber. So. In der Star Map. Ihr kriegt hieraus ja noch einiges an Sachen. Wenn ihr viel Glück habt und ihr habt ihn sogar schon ein bisschen reingelevelt, sogar bis Silber, Mitte Silber so ungefähr, würde ich jetzt auch mal schätzen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Könnt ihr nochmal gucken bei dem anderen. Wo war das denn? Bei den Missionen war das. Wenn wir da auf Kaufen klicken. Ihr kriegt 691 Goldene oder kriegt ihr 881? Es steht natürlich jetzt nicht auf Deutsch oder Englisch dort, damit ich das irgendwie lesen kann. Nein, es steht auf Französisch. Na, ich schätze mal, ihr kriegt 881 plus die 3530. Schätze ich jetzt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Zusammengefasst am Schluss, wenn ihr etwas unbedingt kaufen wollt, wodurch ihr viel rauszieht, die 16.000 Dragon Shards für die verschiedenen Chapter lohnen sich. Das in der Jägerliga lohnt sich. Und die Sachen bei den Missionen im Weißen Turm lohnen sich zu 100%. Dazu kann ich raten. Alles andere müsst ihr entscheiden, wie viel ihr euch monatlich eine Grenze setzt. Wie viel ihr ausgeben wollt, ob ihr ein Problem damit habt und ob es euch was bringt. Vieles davon ist einfach RNG. Auch die Dragon Shards. Random. Ne, meistens gibt man die ja nur mal für Beschwörungen aus und Beschwörungen sind nur mal random. Wir kriegen ja jetzt bald den neuen Champion. Manche werden es machen, manche werden es nicht machen, sich dafür was kaufen.
Ich überlege mir das ehrlich gesagt auch, je nachdem, ob ich sie ziehe oder nicht, weil sie ist sehr stark. Und 15 Euro kann man eigentlich schon mal investieren. Aber naja, ich halte euch auf dem Laufenden, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.